Was war denn das Selbstverständnis der Leibstandarte Adolf Hitler? Das Selbstverständnis war, dass wir eine Elitetruppe sind, die die Werte wie Ehre, Treue, Nationalsozialismus, Familiengedanke, Tapferkeit hoch in Ehren zu halten hat. Wir waren einfach immer wieder daran erinnert worden, wir sind als Truppe, als Waffen-SS etwas besser als die anderen. Und hatte das nochmal einen besonderen, gab es nochmal ein besonderes Selbstverständnis in der Leibstandarte? Nun, ich war natürlich kurze Zeit bei der Leibstandarte, aber da war es natürlich ganz, ganz Besonderes, denn man hat uns erzählt, dass alle großen Kommandeure und so weiter mehr oder weniger früher alle bei der Leibstandarte waren. Und natürlich in Führers Leibstandarte Dienst zu tun, das war das Höchste, was man sich damals vorstellen konnte. Mhm. Waren Sie da sehr stolz drauf? Wie haben Sie sich damals gefühlt? Weil Sie auf der anderen Seite ja sagten, es war sehr hart und so weiter. Naja, also der Stolz überwog. Und man glaubte, na ja, gut, wenn es vorbei ist und wenn man es überstanden hat, wird es dann wieder besser. Also das war etwa die Konsequenz.